Herzlich willkommen zurück bei Hunt Showdown und ja. Hallöchen. Die Texturen laden noch ein wenig, aber jetzt so langsam sind sie doch wieder da. Es ist schon ewig her, dass wir Hunt Showdown gespielt haben, also es ist jetzt wirklich eine gute Zeit vergangen. Krass, dass da gleich der erste Hinweis war. Wir müssen ein bisschen aufpassen, weil es halt wieder nur ein Boss ist. Ja, muss man echt aufpassen. Ja, gut, hey, das ist echt relativ viel. Oder? Ja, das ist gerade. Oh, das bist du. Oh, what fuck. The fuck, Alter. Sorry. Lol. Alter. Ich hab echt. Sag einfach mal nichts dazu. Was zum Teufel? Ich hab mich so rumgetreten, ich hab 4 gezählt, 3 hab ich gekillt, dreh mich um und dann warst du halt genau mit dem gleichen Gewand wie die. Das war jetzt komisch. Ich fass es nicht. Es tut mir so leid. Hast du den ganzen Balken verloren? Nee. Nee, zum Glück nicht. Das wär's ja noch gewesen. Die ganze Steuerung, ey. So anders wie in anderen Spielen. Wo ist eigentlich der nächste Hinweis? Irgendwie nicht in der Nähe, ne? Ach, wieder E gedrückt. Hä? Okay. Ein Dicker ist da. Wo ist denn der nächste Hinweis? Der ist ja ewig weit weg. Ja, wir hatten jetzt echt Glück am Anfang, aber der nächste, der ist meilenweit weg. Oh, Alter. Schnauze Pferd. Gib dir eine Rückenmassage. So. Ja. Gottes Willen, ey. Lang nicht mehr Hand gespielt. Ja, ich fühle mich auch gerade wieder so. So unsicher, so ich. Wie geht das gleich wieder? Ja, ich verdrück mich die ganze Zeit in den Tasten. Ja, das ist Standard, glaube ich, in Hand, oder? Ja, es ist. Immer E und F vertauschen. Oh nein, und gleich in der ersten Runde nach ewig lang wieder hier in die Ruine rein. Na gut, sag mal, solange hier kein Boss ist. Alles gut. Das ist hier normalerweise ein Team mehr. Fein. Also, Gegner, normale Gegner. Ja. Ich hol schon mal den Hinweis. Ja, toll. Ja, wir sind relativ weit weg gespawnt. Ich weiß nicht, vielleicht. Hier ist ein Item. Vielleicht ist es sogar gut. Schau mal. Was habe ich denn bekommen? Ja, mal gucken. Schwarmbombe, ja klar, kannst du echt klicken. Kannst. Ich habe eine Dynamitstange bekommen und so. Ich glaube, ich bin ganz zufrieden. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht beschweren. Ja, jetzt halt wieder durch diesen Sumpf da, ne? Mit Schrift. Und am Tag hell, ne? Oh, ich weiß nicht. Ja, vielleicht. Ich finde, wenn du Schrotflinte hast, ist dunkel besser. Hast du eigentlich auch eine Schrotflinte? Ich habe auch eine Schrotflinte. Und du hast auch die Romero, oder? Ja. Die 77. Also ja. Prinzipiell wären wir relativ stark, wenn wir zusammen in einem Haus wären. Theoretisch. Welche Pistole hast du dabei? Ist auch gut, blöd gesagt. Also. Ja, hier ist auch okay, ja. Hier geht's. Wenn man die Gegner sehen würde als erstes. Naja gut, bei uns irgendwie, selbst wenn wir mittlerweile Gegner zuerst gesehen haben, die letzten Runden, die waren immer so ein, hey ja, komm, wir schießen mal auf die und dann haben wir die irgendwie nicht getroffen und dann drehen sie sich um. Oder wir haben sie 1000-mal getroffen, sind aber nicht verreckt, ne? Ja. Und dann schießt er einmal auf uns und wir waren instant tot. Ja gut, ich hab nichts dabei. Nee. Ja, gut, dann laufen wir weiter. Ach, jetzt mal hier wieder, okay. Ja, wir müssen da durch, ne? Oh, Gottes Willen. Alter, der hat sich gerade so ruckartig bewegt. Ja. Ich nehme nur die Pistole. Oh Gott, mit den Raben. Juckt's
gerade im Auge. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Warte. Oh. Ich kann jetzt gerade nicht schießen. Oh. Oh. Besser. Pass auf, da kommen gerne mal von rechts oben welche. Da waren wir mal. Da war ein Fetter. Oder ist ein Fetter? Oh nein. Hey. Nee, war nicht rot. Das hat gerade so ausgeschaut in dem Licht irgendwie. Bitte bleib weg. Wir sind schon relativ weit gelaufen, muss ich sagen. Durch die halbe Karte schon. Ah, ja, wir sind in der Nähe. Ah, Gott sagt dieses Mistviech, ey. Komm zu dir rüber. Wir ja, wir sind eigentlich in der Nähe, ne? Also, wie gesagt, könnte man da straight zum Gegner laufen. Hm. Und wir haben halt beide auch Schrotflinte, ne? Wir sind auch. Wir wären gut relativ gegen stark gegen ihn, ja. Beide hätten Dynamitstange dabei. Wir müssen hier weg wegen den Hunden, die wissen, dass wir da sind. Ja, ja. Oh nein. Hä? Irgendeine Frau hat uns, glaube ich, gesehen. Kann sein, dass da vielleicht gleich ein paar Insekten kommen oder so. Ich laufe mal ein bisschen weiter. Oh, hinter dir! LOL, LOL. Machst du, ja. Aber irgendwie kommt keine Insekten. Kann es sein, dass das gar nicht für uns war? Ja, ich weiß nicht, ob das Geräusch war, dass sie uns angreift oder weiß, hey, da ist. Ah! So viel dazu, ne? Aber der Schuss war vor uns. Beim Boss. Ich glaube nämlich auch. Wo ist denn der Boss jetzt? Hört sich nach Pistole an. Ja. Ja. Jetzt muss man halt sich sehr gut überlegen, was man jetzt machen. Auf alle Fälle immer im dichten Wald bleiben oder irgendwo, wo wir kämpfen können. Mhm. Bevor ich jetzt auf die Map gucke, will ich irgendwo in den Wald rein. Hier ist aber auch grenzwertig, muss ich sagen. Weil hier ist es auch sehr grenzwertig. Hier ist zwar Wald, aber sehr. Ja, aber. Ja, genau. Gut, aber besser Wald, ein bisschen Bäume am Stück an. Ich guck jetzt mal, also wir sind schon richtig drin, ne? Aber vor uns sind auch so eine Tante. Wenn wir da jetzt langlaufen, müsste man diese killen und das wäre doof. Welche Tante denn? Hast du Gegengift? Ne, das war hier nicht, ne? Ne, ich hab Ausdauer dabei. Die war schon dabei. Oh, ne, hier dürfen wir eigentlich. Hm. Also rechts hinter uns waren Schüsse und eigentlich vor uns, blöd gesagt. Also jetzt müssen wir halt echt aufpassen, nicht, dass wir wieder sandwichmäßig. Ja, das wird doch sowieso passieren. Das ist jetzt öfters passiert. Das ist sau oft passiert bei uns, ja. Oh, aber da jetzt, wo du gerade rumhockst, da sieht man dich echt schlecht, muss ich sagen. In diesem hohen Gras. Ja, ich sehe aber auch dementsprechend wenig, ne? Wollte auch gerade sagen, das sieht man gar nicht. Ich meine, wenn jemand vorbeirennt, den darf man sehen. Ich glaube, der darf uns, glaube ich, vielleicht sogar echt nicht sehen. Wenn die direkt hier vorbeilaufen würden, boah, das wäre so hart. Das wäre so geil. Das wäre echt geil. Aber die Wahrscheinlichkeit ist so gering. Aber das haben sie, anscheinend haben sie nicht gegen den Boss gekämpft. Oder die machen es halt wie wir mal, immer so ein paar Schüsse und dann zumachen und wieder rausgehen. Ja, aber es war jetzt schon öfter so, dass man eigentlich jetzt nichts gehört, auf einmal zack, verbannt. Obwohl man eigentlich, blöd gesagt, fast daneben stand. Ja. Vielleicht mal in diesen Bereich, obwohl eigentlich müsste doch dieses rote Pochen kommen. Oder haben sie das wieder rausgenommen? Nee, das ist, glaube ich, das ist nicht in diesem Bereich von der Map, sondern das ist eher. Ja, da musst du wirklich ein bisschen beim Haus sein. Also musst du bei dem Gebiet sein von dem Haus. Also. Ja. Oh, shit. Gehen wir ein bisschen weiter zum nächsten Busch. Ach Gottchen. Ah, das Haus da hinten, das ist es gar nicht, ne? Oder? Ne, das ist es gar nicht. Das ist ja rechts von uns direkt. Oh. Die haben gerade auf diese Tanne geschossen, glaube ich. Ne, doch nicht. Ja. Scheiße. Wir könnten links rum und dann von der anderen Seite kommen. Wir könnten unten da, oder? Da beim Damm. Das können wir auch machen. Aber die Schüsse waren jetzt Sauna, also die sind jetzt irgendwie direkt vor. Die waren? Naja. Ja, also ich hätte gedacht, die hätten jetzt auf die Tanne geschossen, aber anscheinend hat die ja noch. Nee, das war. Oh, Alter, hat die Frau mich da oben erschreckt. Oh Gott. Ich dachte kurz, da kommt ein Spieler daher. Ja, das ist aber doof jetzt, wenn die jetzt zu uns läuft. Weil gefühlt würde ich sagen, die sind echt nah. Hinter uns wieder.
gut, irgendwas müssen wir machen. Gut, zack. Auf der Brücke. Oder? Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt ein Monster ist oder. Also ich trau nee, das mir ist, nicht nee, das ist ein Monster. Nee, das ist ein Monster. Glaube ich. Ja, Monster. Boah, ich weiß aber nicht, ob ich jetzt mich verraten soll mit meiner Pistole. Und das wirklich versuchen soll, auf Entfernung einen Headshot reinzudrücken. Also, wenn er vielleicht wirklich steht, dann würde ich mich. Aber wenn er läuft. Ja, gut, da hast du recht, ja. Gut, ich habe aber eine relativ gute Pistole, aber du hast recht, ja, weil wir haben eigentlich ja Schrotflinte. Das sollten wir eigentlich so nah wie möglich, ne? Ja, aber vielleicht hat man ja einmal Glück und haut echt da mal einen Headshot rein. Ach, bitte, als ob. Weil du hast wirklich eine gute, also deine könnte ja. Ja, ist auch sehr präzise, also wirklich, wenn er steht und ich schön lange zielen kann. Ja, aber wir müssen jetzt irgendwas machen. Ja, ich traue mich aber gerade nicht, weil ich habe auch Angst, dass jemand von da kommt, weißt du? Das ist das Doofe. Aber hier stehen wir blöd, also wenn jetzt jemand Richtung Sumpf kommt. Ja, aber soll man näher ran? Ich gehe mal in das Gebüschlein da. Okay? Ja, ja. Dann bleibe ich nochmal kurz hier unten. Ich schleiche, aber was saugefährlich ist. Ich weiß, aber. Ich wollte gerade sagen, also über offene Straßen da schleichen. Naja, so viel Gebüsch ist da gar nicht. Ist nicht so gut. Hab da mehr erhofft. Wow, was war das jetzt? Was denn? Ich hab nichts gehört. Ich hab mich jetzt gerade voll rumgeleckt. Ich konnte mich gerade nicht mehr bewegen, auf einmal war ich 10 Meter woanders gestanden. Das ist nicht gut. Nee. Ich bin so nervös, jeder Monster. Spieler. Ich finde es aber gerade wieder komisch, dass überhaupt keine Schüsse fallen. Ja. Also die sind so nah. Wenn die doch gegen den Boss kämpfen, müsste man das hier doch hören. Eigentlich. Ja, ja, also wenn die gegen den Boss kämpfen, ja. Also entweder machen die es halt wirklich so, dass die. Oder mit Nahkampf halt irgendwie wieder. Und mit Laternen und was weiß ich. Ja, aber gegen den kannst du nicht gegen Nahkampf. Ja, stimmt eigentlich. Der haut dich ja aber mit gegen Spinne Schlag. Und sowas geht es eigentlich auch nicht, oder? Es ging gegen einen Meuchler oder? Gegen Meuchler ging das mal, glaube ich, ganz gut, Nahkampf, aber. Okay. Eigentlich auch nur, wenn du so eine fette Waffe hattest, dass du so ein Hammer oder so eine Axt oder so. Mhm. Ja. Tja, ne, aber ich will eigentlich nicht jetzt da rein und wieder der sein, der anfängt, den anzuhitten, dass wir dann wieder gepusht werden, beide gekillt und die schießen einmal auf das Viech und es ist tot und. Schritte? Ach, das bist du. Das war ich. Alter. Das sind zwei so komische Schwarmfrauen nebeneinander. Ich gehe jetzt nochmal ganz kurz in das hohe Gras rein. Gehst du wieder ganz zurück? Wir trennen uns. Alter, wieso gehst du ganz woanders hin? Sag doch was. Nee, bleib ruhig. Ja, ich habe halt überlegt, wenn es irgendwie hier vorbeilaufen und du es irgendwie anschießt, dass sie von hinten dann irgendwie hin kann. Oder andersrum halt. Dass wir beide so eine Sandwich-Situation vielleicht erreichen könnten, theoretisch. Das kann, weil wenn dann einer von uns einen Headshot kriegt, gut, ja, dann ist natürlich doof. Ja gut, dann wissen es aber immer noch nicht, wo der andere ist, ne, theoretisch, aber die Wahrscheinlichkeit ist, dass dich halt dann suchen und die werden halt mich dann anzünden oder dich. Ja, klar. Ja, ich weiß, das ist ein. Oh Gott. Wie man es halt macht. Ich weiß gerade nicht, was ich machen soll. Ruhig bleiben oder kämpfen oder einfach vor. Das war irgendeine Explosion, aber die hat sich sehr weit weg angehört. Ja, die haben wahrscheinlich gerade eine Feuerbombe gegen den. Ja, da wären sie schon schön doof. Dann war es vielleicht Dynamit? Ach, das hat sich aber sehr leid. Oder so dumpf, weil es halt im Gebäude war, vielleicht. Vor allem, wie kommen wir dahinter eigentlich? Weil eigentlich ist da komplett Sumpf außenrum. Wir müssten da. Hä? Okay.
Das ist halt das, was ich meine, irgendwie. Hä, wie haben die den jetzt gekillt? Man hört jeden Schuss über die komplette Karte gefühlt, aber wenn sie dann direkt vor dir im Gebäude irgendwie kämpfen. Haben die das. Vielleicht haben die das irgendwie mit Absicht mal reingepatcht, dass man den kämpfen. Nee, dann ergibt das ja alles keinen Sinn, oder? War jetzt nicht so aber gut. Das ganze Spiel ist eigentlich ausgelegt, dass man hört und so. Na toll, es wird jetzt kacke darüber zu laufen. Holy shit. Ja, sowieso. Wir sollten unten lang gehen. Ach, das geht auch nicht. Ja, aber unten ist schon mal safer wie oben, ne? Ja gut, aber die hören das erst, wenn du da durchläufst. Und dann laufen sie vielleicht. Naja, also ganz ehrlich, wenn wir die Schüsse nicht hören, dann hören die. Nee, ich meine die Monster jetzt. Auf der Brücke. Boah, fuck, Alter. Ja, wo, ganz aber genau ist denn das eigentlich? Das ist jetzt die Frage, ne? Wo genau? Hier geht's rüber, hier ist offen. Boah. Bin gerade so nervös. Aber wir müssen was machen, bevor die uns sehen. Bist du gerade durchs Wasser ein bisschen durch? Ja, ich bin da mal außenrum ein bisschen. Okay, das haben sie so wie. Jetzt wissen sie erst, dass wir da sind. Aber du hast recht, dieses Zeichen auch ist weg, oder? Oben links. Mich hat das nicht angezeigt. Ja. Oh, irgendwie fühle ich mich hier gerade so unwohl. Sehr riskant, ja, die werden oben irgendwo rumstehen und so. Ne, glaubst du, das ist. Wow! Hier. Was? Da war einer, ich habe einen getroffen. Ja, ich habe die Dynamitstange. Da. Oben ist einer, glaube ich. Einer ist oben. Heißt du dich? Ja. Ich schau weiter nach links. Oh, lol! Irgendwas hat mich erwischt, ich weiß nicht was. Wir stehen hier richtig scheiße. Das sind wieder mehrere, jetzt kämpfen sie wieder alle, oder? Ja, jetzt kommen sie wieder alle. Einer ist gestorben. Einer war da oben immer. Sollte mal in das Haus da reingehen, hinter dir. Schauen wir mal. Bin drin. Ich komme auch. Hier wäre auch. Vorsicht, irgendwas. Irgendwas wurde geworfen. Ich versuche mal hier hoch zu gehen, vielleicht sehe ich was. Scheiße, ich komme hier nicht hoch. Da hinten. What? Ja, toll. Was? Herzlichen Glückwunsch. Bist du tot? Nee. Nein. Du schaust zum Fenster irgendwie, ne? Wow. Ich schau. Lol. Die schießen durch die Tür. Oh nein. Schwarmbombe. Nein. Einfach ruhig bleiben, nicht bewegen. Die ist echt sauschwach, normal. Achtung. Ich glaube, die pushen. Das wäre jetzt dumm, wenn die pushen würden. Ja, stimmt eigentlich. Bleiben relativ lang, aber die haben überhaupt gar keinen Radius. Also ich war mal echt daneben und die haben sich nicht zu mir bewegt. Du schaust nach links? Ich schaue ein bisschen nach links, ja. Ja, ans Fenster, aber das hörst du auch eigentlich. Doof wäre, wenn sie hier irgendwas hinschmeißen, dann müsste man echt da. Kann man nicht Dynamit, wenn sie was hinschmeißen, irgendwie schnell hinrennen und deaktivieren? Geht das? Oder braucht man dazu eine Fähigkeit? Man braucht eine Fähigkeit dazu. Okay. Scheiße. Toll. Aber die laufen hier gerade um die Dinge rum, glaube ich. Beschütze mich mal ein bisschen, weil ich guck mal, ob ich da irgendwie durch das. Ich kann da irgendwo durchgucken. Wir werfen doch wieder was. Bitte nicht durch das Heu. Oh Gott. Tor? Vorsicht, Tor aufgegangen. Ich mag mich nicht vor dich stellen, weil ich habe Angst, dass du mich erwischt. Warte, ich geh ein bisschen weiter nach links. Er hat mich getroffen. Aber ich habe ihn auch getroffen. Ich beschütze. Hast du nachgeladen? Ja. Pass auf, links oder so? Er ist, glaube ich, rechts neben uns. Oh nein, er kommt! Vorsicht! Ich bin tot! Was? Lol, ich hab den erwischt! Ich hab getötet ihn auch durch Blutmesser! Ich hab ihn auch mit meiner Schrotflinte erwischt! Der war direkt vor mir gestanden! Hä? Der direkt? Zweite hat gelebt? Moment, das. Hä?
Was, ich habe ihn nicht erwischt? Schaden genommen? Was? Das war doch gerade verpackt. Wenn ich auf Schadenshistory gehe, sagt er, ich habe keinen Schaden gemacht. Vorheriger Schaden? Todesstoß. Hä? Todesstoß und vorheriger Schaden? Das steht bei mir auch da. Aber ich habe ihn einmal getroffen, also ich habe einmal mindestens Hitmark bekommen. Beim ersten Mal habe also ich daneben. Ich habe zwei Hitmark. Ich habe, ja. Aber einmal zwei. Stand, also der wirklich, das war, ich hab, er stand vor mir, er ist auf mich zugelaufen mit einem Messer, ne? Ja. Und dann habe ich ihn getroffen mit der Schrotflinte. Ich mach mal jetzt zurück zum Menü. Ich habe ihn getroffen mit der der stand vor mir mit dem Messer. Wirklich, also der ganz direkt vor mir. Ich habe ihn mit der Schrotflinte getroffen und dann hat er mich mit dem Messer gekillt. Ich habe ihn getroffen, der war direkt vor mir gestanden. Das verstehe ich nicht, ganz ehrlich, zwei Schrotflinten und die pushen einfach rein und überleben das. Ja, die haben uns einfach gepusht. Was? Das macht mich jetzt fertig. Normalerweise ist man doch voll im Arsch, wenn man pusht. Ne? Wir haben auf die gewartet. Ich habe ihn richtig schön getroffen. Ey, das ist doch jetzt... Ich verstehe das gerade nicht. Nee, das ist doch jetzt... Also einen Kill müsste man mindestens haben. Weil ich habe ihn... Er stand direkt vor mir und ich habe ihn getroffen. Ich auch. Bevor er mich mit dem Messer... Bevor er mich mit dem... Ja gut, das war dann ich. Genau. Der hat doch aber weitergelebt eigentlich, hätte ich gedacht. Nee, das war wirklich... also du warst schon tot und er ist dann halt rum und ich habe ihn getroffen, aber mich wundert, wie hat er mich dann mit dem Messer getötet, wenn ich ihn erschossen habe. Wie geht das? Erklär mir das. Aber ich habe doch auch einen gekillt. Ich habe den ersten gekillt. Dann ist der andere gekommen, hat mich gekillt, aber der erste hätte trotzdem sterben müssen. Wir haben beide am Leben, das habe ich gesehen. Nein, das geht. Das war doch jetzt ein Bug oder so. Das kann nicht sein. What? Ach komm schon, ey. Nee, alles also das klar. Hat. Nee. Das verkrafte ich jetzt aber nicht. Oh, herrlich. Nee, ich verstehe es nicht, weil ich habe ja eigentlich wirklich mit. Einmal, es kann sein, dass ich beim ersten Mal echt daneben geschossen habe, weil ich so eine. Also, weil er plötzlich da stand. Weil ich habe geguckt, ne? Dann war da niemand. Dann drehe ich mich zum Fenster, ob das noch zu ist. Drehe ich mich zurück und plötzlich stand der vor mir oder hat gekniet. Dann habe ich einfach geschossen. Okay, kann ich daneben geschossen haben. Geh zurück, sag zu dir, hey, der kommt. Hab nachgeladen, weil es eine Einschuss-Schrotflinte war. Und dann hast du gesagt, du bist tot. Was mich gewundert, weil der eigentlich echt nur zu uns geschlichen ist. Und dann haben sie mich beide gepusht. Der eine ist wieder zurückgelaufen, weil anscheinend hat er daneben gestanden. Ich weiß es nicht, ne? Und der andere ist dann aber auf mich zugestürmt, ne? Also zumindest stand direkt vor mir. Ich habe ihn abgedrückt, getroffen. Anscheinend ist er auch verreckt, weil wir Jäger getötet 1 hatten. Aber er hat mich auch noch mit dem Messer getötet. Also der hat mich mit dem Messer gepusht. Aber das waren ja auch 2 Stufe 3er, ne? Ja, trotzdem. Die waren übel weit oben. Hey, nee. Die hatten ja beide Premium-Waffen. Moment. Fortschritt. Letzte Mission. Gesamte Tötung. Ja, genau, du hast ihn gekillt. Mhm. Unterstützte Tötung 1. Hä? Also, ja, dann hast du den... Mit einer Schrotflinte und... Da war direkt vor mir gestanden. Das... Muss, egal, wenn ich sogar in den C geschossen hätte, das wäre ein One-Shot gewesen. Eigentlich schon, ja. Also ich glaube, aber das ist uns doch schon mal aufgefallen, dass die Schrotflinte extrem schlechter gemacht wurde. Nee, aber so schwach, ganz ehrlich. Doch, also das ist mir beim letzten Spiel auch schon, also bei den letzten Mal. Das ist länger her jetzt. Nee, da hatte ich auch die. Oder hatte ich die abgesägte? Weiß nicht, aber trotzdem. Ich glaube, ich hatte keine abgesägte. Er stand direkt vor mir. Ich habe ihn in den Kopf, ich habe mir das dann im Nachhinein mit einer Zeitlupe angeguckt. Ich habe einen Hitmarker bekommen. Er ist nicht verreckt. Und ich wurde mit einer Pistole getötet. Ja. Im direkten Nahkampf. Ich glaube, du kannst keine Schrotflinte mehr spielen. Die sind furchtbar schlecht geworden. Ich glaube, die haben sie echt genervt. Und er hat mich mit einem Gewehr gewonshottet. Und das war nicht mal ein Headshot.
Ich wurde mit einem Messer getötet. Sei froh. Ich wurde mit einem Messer getötet. Der hat mich gepusht mit dem Messer. Hat mich auch gekillt, aber ich habe ihn auch gekillt. Ich meine, theoretisch wäre es jetzt gar nicht so schlecht gewesen, weil ich hatte eigentlich volles Leben. Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Es kann sein, dass ich angehittet war. Aber theoretisch, wenn er jetzt mich jetzt nicht mit dem Messer getötet hätte, was eigentlich hätte nicht sein dürfen, weil ich ihn ja mit der Schrotflinte getötet habe, hätte mich ja nicht mehr mit dem Messer killen können. Hätte ich nachladen können und dann hätte ich eventuell wirklich den anderen noch erwischt. Durch Zufall. Aber da wir uns gegenseitig getötet haben, du natürlich auch tot warst, war es echt scheiße jetzt. Ich verstehe das nicht. Also das war jetzt, eigentlich waren wir da in einer richtig guten Position dort. Blöd gesagt. Richtig gut, ja. Alter. Also ich hatte jetzt eigentlich keine Angst, dass ich da sterbe, außer durch deine Dynamit oder sowas. Das hatte meine Sorge. Aber wenn sie pushen, das wäre das Beste, was eigentlich, und vor allem beide von einer Seite, und das war das Beste, was hätte passieren können. Und trotzdem, ich verstehe das nicht. Nee. Ich wäre nur um die Ecke gekommen. Ich wäre instant tot gewesen, wenn ich die gewesen wäre. Ja, das ist ja das. Und ich habe ihn gesehen. Ich habe ihn getroffen. Und dann hast du ja auch nochmal geschossen. Und dann ist er erst verreckt, oder was? Ja. Das gibt's doch jetzt nicht. Den Schwarzen, oder? Mit der komischen Maske. Aber ich glaube, der Schwarze, ja. Ey, die sind so dreist und pushen uns und wissen, da gibt's nur einen Weg hin. Ich würde mich das gar nicht trauen. Ich auch nicht. Weil ich weiß, ich würde kurz sind schon tot. Ja, gut, aber in dem Fall, ne? Bei den anderen funktioniert's ja. Bei den anderen funktioniert's. Da ist kein Problem, die können einfach zwei Leute mit Schrotflinten pushen. Und überleben das. Ja, also die Runde hat mich jetzt echt fertig gemacht. Also so einen Kack habe ich glaube ich noch nicht mitgemacht in dem Spiel. Also ja, doch, sowas. Ich habe schon mal Kack, also ich habe viel Kack in dem Spiel mitgemacht, aber das war aber wieder so ein. War doch jetzt ein Highlight. Also war einer der Highlights, aber ich hatte schon viele Highlights. Das gibt's doch nicht. Ich hatte schon viele Highlights. Aber das war jetzt wieder so ein Punkt, wo ich mir dachte echt, also wo ich so den Punkt drauf setze. So safe, so, komm, pusht uns, ich möchte endlich einen Kill machen. Das ist jetzt wieder der Punkt gewesen, wo ich wirklich denke, ja, jetzt kann ich nicht mehr zu 100% das unterschreiben, dass in dem Spiel nicht gecheatet wird. Ja. Weil das war schon arg merkwürdig. Ich hab überlegt, ob ich die melden soll, aber irgendwie habe ich gedacht, ja. Na gut, einen haben wir ja gekillt, aber ich glaube einfach, dass die Waffe so verschlechtert haben. Du darfst, ich weiß nicht. Ach, nein, also wenn ich die Werte anschaue von die der waren, ja, aber komm, ich hab den ja, das war ja, der war ja, keine Ahnung, einen Meter von uns weg. Vielleicht zwei. Wenn's gut geht, zwei. Und da triffst du. Und der lebt noch. Und der tötet dich dann mit irgendeinem Gewehr mit einem Schuss. So, ich probiere jetzt nochmal da. Wo ist denn die? Romero. Die macht 200 Schaden. Ja, stimmt. Hat eine Reichweite von 15 Meter. Und der war allerhöchstens 5 Meter weg. Nee, also Reichweite 15 Meter, das. Ja, vielleicht machst du da, keine Ahnung, 50 Schaden oder sowas, wenn überhaupt. Aber ich nehme jetzt wieder die Romeo 77, weil der kostenlos ist. Deswegen nehme ich jetzt den. Ich habe jetzt den teuersten genommen. Oh. Eigentlich genau das gleiche Setup wie gerade eben. Die Taschenlampe, die kann ich. Boah, ich bin gerade so. Ich will jetzt nicht sagen demotiviert, aber irgendwie. Genervt. Ich verstehe es voll und ganz. Irgendwie. Nee, das ist so eine komische Situation. So, in der Aufnahme, ich sehe es ja, da ist ein Hitmarker und der stirbt nicht. Ah, herrlich. Nee, also ich glaube, wenn ich so zurückdenke, es war jetzt. Außer da, wo es irgendwie gedacht haben, wir sind allein auf der Karte, pusht haben. Nee, ich hatte. Ich glaube, es war jetzt die zweitkomischste. Nee, ich hatte schon merkwürdigere, muss ich ehrlich sagen. Zum Beispiel das letzte Mal, wo ich da oben stand. In der Brücke, wo der mich aus dem Wald irgendwo durch das Holz geschossen hat, mir nett gegeben hat. Ja, gut. Das war für mich das absolute Highlight. Ja gut, okay, ja. Das war das absolute Highlight, das war das Allerbeste. Dann, was war noch?
Ich glaube, da war ich mal irgendwo im Gebäude und der hat mich mit der Schrotflinte getötet, aber eben extrem weit weg, weil ich wanted. Und halt so, solche Situationen hatte ich öfter, dass sie direkt vor mir stehen, ich mit der Schrotflinte hinschieße und die nicht sterben. Das hatte ich jetzt schon des Öfteren. Das ist gar nicht mehr so lang her. Ja, also gefühlt würde ich sagen, leck mich, Schrotflinte, ich spiele einfach mit Gewehren. Ja, irgendwie, wenn ich meine 5 Jäger anschaue, ja, sieht's eh so aus. Von 5 habe ich nur noch einen, der eine Schrotz hat. Und 3-mal die Wetterli. Sehr gut. Ja, die Wetterli ist eine gute Start-Durchschnittswaffe. Ja. Die kann schnell abfeuern im Nahkampf. Und im Fernkampf kann die auch sehr präzise sein. Richtig stark werden. Dass man so blöd gesagt fächern kann mit der Windfield. Aha. Ich wollte ja, ich habe ja, ehrlich gesagt, habe ich gehofft, dass sie gerade nicht pushen, dass du nachlädst, mich kurz beschützen kannst, damit ich eine Dynamitstange hinschmeißen kann. Wollte ich, eigentlich. Hatte ich vor, aber... Ne. Hat nicht so ganz geklappt. Ne, ich habe auch überlegt, ob ich noch schnell Flammenbombe oder sowas werfe zum Eingang. Ja, das ist nervig. Oder ich hätte, blöd gesagt, auch noch Insektenbombe gehabt, die waren ja vor uns. Und wenn ich der, blöd gesagt, die hättest du werfen können, ja, die hättest du werfen können. Die wäre geil gewesen. Ja, ich hätte so viele Möglichkeiten gehabt, wie ich das hätte machen können jetzt. Nee, ich, ja gut, du musst aber auch sehen, ich hab auch dran gedacht, aber ich wollte halt abwarten, bis du nachgeladen hast, um mich zu beschützen, weil ich wusste, wenn du nachlädst und ich dann Dynamitstange raushol. Ja, ich hab dann geguckt, wollte eben eigentlich gerade werfen und dann kam er aber schon, habe ich ja gesagt, oh, er kimmt und hab anscheinend einmal daneben geschossen. Das ärgert mich am allermeisten. Das ist ja sowas, was mich hart abfuckt. Nein, jetzt haben wir ein bisschen geschmatzt. Jetzt habe ich eigentlich die Folge von hier länger gezogen auf 32. Vielleicht lade ich die trotzdem hoch. Mal einfach so, wie es auch laufen kann, ne? Und wie wir uns einfach da ein bisschen schmatzen. Ja, ich glaube, das mache ich. Ja, wir stand mal in den Kommentaren, dass wir auch gerne mal Folgen hochladen können, die nicht gut gelaufen sind. Stand mal in den Kommentaren. Deswegen glaube ich, das ist eine wirklich gute, die ist da nicht zu kurz. Weil oftmals ist es ja so, dass wir dann... Nach die Mechanik von World of Warships reingepackt, dass die einzelnen Kugeln von der Schrotflinte irgendwie so ganz vorsichtig daneben. Voll daneben. Eher in der Mitte so, haha, links und rechts Einschläge. Ja, wirklich, aber das gibt's so nicht. Ja, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber das war eh wieder, ein bisschen doof, dass da wieder, weißt du, wird verbannt, wir haben die Schüsse nicht gehört, dann wird der Verband, dann geh mal hin, dann werden wir von 3 Leuten angeschossen. Wieder irgendwie. Ja. Gut, eigentlich hatten wir da eine sehr gute Position. Das verstehe ich nicht. Das war ein bisschen schade, weil da hätten wir die echt wegrassieren können. Gut, ich sag's mal so. Ja am meisten. Ich sag's mal so. In der Ecke. Nahkampf, Schrotflinte, die pushen uns. Es gibt nur eine Seite und wir verkacken's. Nicht hinnehmbar. Nee, eigentlich überhaupt nicht. Mehr. Fuckt mich auch ganz schön ab. Ja. Fuckt mich auch ganz schön ab. Ja. Gut, aber das darf nicht passieren, das darf nicht. Nee, das darf nicht passieren. Vor allem nicht in diesem Spiel. Da brauchst du das Spiel eigentlich gar nicht spielen, wenn du da nicht schaffst. Aber ein Nachteil hatte es, dass wir beide da waren. Ich habe mich teilweise gar nicht getraut zu schießen oder sonst was, weil ich immer Angst hatte, dass du genau in dem Moment durch Zufall vor meinen Lauf kimmst. Also ich habe immer versucht, extra hinter dir zu sein und du hast dich ja gebückt. Ich hatte nur Angst, wenn du jetzt aufstehst. Das war's, aber eben, du hattest Angst und deswegen hast du auch teilweise immer vielleicht mal gezögert oder sowas. Das war dieses, ich hatte furchtbar Angst. Ich wollte ja auch hinaimen, theoretisch, habe mich aber dann nicht getraut, vor dich zu gehen, weil ich Angst hatte, dass dann vielleicht genau dann jemand kommt, du abdrückst und ich genau in dem Moment vor dir stehe. Das hat uns noch mehr geärgert, ja. Also wir waren da schon eng beieinander. Also die hätten nicht daneben schießen können mit der Schrotflinte. Nee. Aber die hatten ja beide keine Schrotflinte. Der eine der hat der. Ich wurde erstmal. Auch noch der Witz. Der hat aber mit der Schrotflinte rausgeschossen. Die haben gewusst, wir haben Schrotflinten. Und die pushen trotzdem mit normalen Gewehren. Das ist halt. Ja gut, keine Ahnung. Also der hat wahrscheinlich. Eigentlich wäre der tot gewesen. Ich hätte den ersten beim ersten Schuss direkt töten müssen. Der war geduckt, hat er sich reingeschlichen, war 2 Meter vor mir und ich habe mit der Schrotflinte auf ihn geschossen. Ja. Anscheinend daneben, weil. Ja. Ne? Bei mir war ein Hitmarker da. Nee, bei mir nicht. Erst beim zweiten Mal, wo ich aber. Ich habe den Hitmarker bekommen und eigentlich dachte ich mir, also der war ja wirklich, der war ja mein ganzer Bildschirm gefüllt. Von ihm, ne? Also der stand ja direkt vor mir. Der hat ja mit dem Messer gehauen. Und ich habe ihn da halt erwischt, aber bin aber gleichzeitig verreckt. Also er hat mich mit dem Messer getötet. Das stand auch im Nachhinein da.
Aber ich habe ihn halt auch mit der Schrotflinte erwischt, aber unlogisch, aber gut. Naja, gut. Oh ja, naja, jetzt haben wir doch nur ein bisschen geschmatzt und ich glaube, das lasse ich einfach so eine Aufnahme drin. Das ist einfach mal eine Runde, wie es auch laufen kann und wie wir uns jetzt aufregen. Vor allem du, das ist richtig cool. Deswegen lade ich die trotzdem hoch und ich bedanke mich für alle Leute, die zuschauen. So seht ihr mal, wie es entsteht, warum wir jedes Mal bei jedem Game immer mal einen neuen Charakter haben, weil theoretisch laden wir solche Videos jetzt nicht hoch, weil theoretisch passiert da ja nicht viel, also... Machen wir ja, also in der Folge war es echt nicht viel. Die naja, letzten zwei Minuten gut. Vielleicht und das war's dann. Ja, trotzdem. Ja gut, das ganze Spiel, also wenn ich mir Hunt Showdown anschaue, muss ich jetzt ehrlich sagen, wenn Leute die angucken, dann erwarte ich auch, dass da nicht viel gleich passiert. Es ist ja viel mit Suchen, Aufnehmen, Hinweis und zum nächsten Hinweis. Aber hast du nicht mal gesagt, irgendein anderes Stream oder sowas? Es war... Gesagt, der geht in die Runde rein und ja. Zack, gleich Kämpfe, oder? Ja. Und zwar richtig lange also Kämpfe, die schießen ja, da gefühlt 10, teilweise 10 Minuten lang schießen jeder in der Gegend rum und keiner stirbt oder so, oder. Und wir, oh, das sind Gegner, entweder sofort tot oder jeder ist leise und nichts passiert. Aber wenn, ich habe einmal bei jemandem zugeguckt und da, Dynamit explodiert, Dinge explodieren, 10 Leute schießen, dann schmeißt er überall Schwarmbomben, die Viecher gehen los. Da ist Action des Todes, Alter. Und bei uns immer so ganz ruhig und leise. Wir haben ganz anderen Spiel... Ein Schuss! Spielstil. Das ist teilweise schon ganz schön heftig, ja. Wir sind eigentlich eher die Vorsichtigen. Aber jetzt haben wir Stufe 1 Charaktere. Jetzt könnten wir eigentlich mal einfach... Ja, das können wir wieder unvorsichtig machen. Einfach reinrennen und... Oh, look, boah! Boom. So in der Richtung, ja. Da zum Beispiel hätten wir einfach rausrennen können. Das wäre interessant gewesen. Wenn die jetzt voll unerwartet, eigentlich musst du immer genau das Unerwartete machen. Das heißt, die denken, dass wir da drin sind und so da verschanzen. Und dann so draußen bei der Tür so, ah, gehen wir jetzt rein, gehen wir nicht. Und plötzlich kommen wir rausgerannt. Hallo! Ja, das wäre gar nicht mal, manchmal so eigentlich nicht blöd, ne? Genau das, was sie nicht erwarten. Aber genau dann wüsste ich genau, dass sie einfach hinziehen. Ich habe überlegt, ob ich jetzt links aus dem Fenster raus... Oh, das hätten sie gehört. Oder das, die hätten genau dann, während du da drüber aber da springst. Aber haben sie dann auch die Türe aufgemacht und haben gesagt, fuck. Ich hatte eben die ganze Zeit Angst, dass einer die Tür aufmacht, dass wir uns beide auf die Tür konzentrieren und dann kommt einer durchs Fenster. Deswegen habe ich nach hinten geguckt. Und genau als ich nach hinten geguckt habe, ist die andere reingekommen. Das hat mich geärgert. Weil sonst hätte ich ja voll auf die Tür geaimt. Naja, also auf das Tor. Ja, liebe Zuschauer, so ist es immer, wenn wir verlieren. Da diskutieren wir und reden ewig lang noch in der Lobby rum. Wie scheiße das Spiel eigentlich ist und trotzdem spielen wir es. Aber ich bedanke mich jetzt mal fürs Zugucken. Jetzt haben wir wieder 38 Minuten. Ist wahrscheinlich eh vorgeskippt, ob da überhaupt noch was passiert. Tschüss und bis zur nächsten Folge. Hoffentlich läuft die besser. Tschüss.